Während unseres einwöchigen Südtirol-Urlaubs wollen wir mit Bahn und Bus entlang der oberen Etsch den Finchgau, Meran und den Ritten bei Bozen erkunden. Bei unserer Ankunft am 1500 Meter hoch gelegenen Reschensee mit dem berühmten Kirchturm des im See versunkenen Dorfes Altgraun zeigt sich das Wetter zunächst wenig freundlich. Unterhalb des Sees grüßt als festungsartiger Bau von weitem sichtbar das Kloster Marienberg am rechten Talhang. Auf einer Höhe von etwa 1350 Metern ist es die höchstgelegene Benediktinerabtei Europas. Unter ihr liegt die im 13. Jahrhundert als Sitz der Fürstbischöfe von Chur errichtete Fürstenburg. Zu Füßen von Kloster und Burg erstreckt sich auf 1050 Meter Höhe Mals, der Ort mit 7 Türmen, von denen heute noch 5 stehen. Neben dem romanischen Turm der ehemaligen St. Johann-Kirche erhebt sich der gotische Turm der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, deren Innenraum barockisiert wurde. Der 33 Meter hohe Bergfried der Ruine Fröhlichsburg wurde im 12. Jahrhundert von den Herren von Mals errichtet. Mals ist Endstation der 1906 eröffneten 60 Kilometer langen Finchgerbahn von Meran entlang der Etsch. Die 1990 von den italienischen Staatsbahnen stillgelegte Strecke wurde nach Übernahme durch die Provinz Südtirol und einer Generalsanierung 2005 wieder eröffnet. Bei dem eigenartigen Gleisgewirr um den ehemaligen Wasserturm handelt es sich um einen immer noch funktionsfähigen sogenannten Wendestern zum Drehen von Dampflokomotiven am Endbahnhof. Da hier längst keine Dampfloks mehr unterwegs sind, wollen wir uns den Ablauf eines Wendevorgangs an einem fast maßstabsgetreuen Modell der Finchgerbahn aus dem Eisenbahnmuseum Rabland ansehen. Die Lokomotive wendet durch mehrfaches Vor- und Zurückstoßen, wobei sie nacheinander in die 3 Stumpfgleise fährt, bevor sie dann gedreht den Stern in entgegengesetzter Fahrtrichtung verlässt. Nach einem derartigen Wendemanöver konnte die Lok wieder in Vorwärtsrichtung ihre Rückfahrt nach Meran antreten. Nun aber zurück ins Heute. Der moderne dieselelektrische Triebwagen Richtung Meran steht bereit und nach Erwerb einer 7-Tage-Museum-Mobilcard, mit der wir alle öffentlichen Verkehrsmittel Südtirols und bis zu 90 Museen besuchen können, starten wir unsere Streifzüge durch den Finchgau. Bereits am nächsten Bahnhof in Schluderns unterbrechen wir unsere Fahrt und werfen einen Blick auf die hochmittelalterliche Churburg, eine der vielen Burgen Südtirols. Unser eigentliches Ziel ist das mittelalterliche Städtchen Glurns. Mit knapp 900 Einwohnern ist es mit seinen vollständig erhaltenen Stadtmauern aus dem 16. Jahrhundert eine der kleinsten Städte der Alpen. Hier verlief einst die römische Via Claudia Augusta von Süddeutschland nach Norditalien, ebenso ein Handelsweg in die nahe Schweiz. In einem der Tortürme informiert eine Ausstellung über die Geschichte der Stadt. Ein Teil des rekonstruierten Wehrgangs ist von hier aus begehbar.
Die Laubengasse zeugt von der einstigen Bedeutung der Stadt, die dank ihrer günstigen Lage an der Grenze Tirols zur Schweiz und durch ihren Markt sehr schnell reich geworden war. Der von der Etsch abgezweigte Mühlbach versorgte die Stadtmühle. Der Glurnser Stadtplatz bildet das Zentrum und Bindeglied zwischen Ober- und Unterstadt. Die außerhalb der Stadtmauern gelegene Pfarrkirche besitzt noch einen romanischen Turm, der 1664 eine barocke Zwiebelhaube erhielt. Wir verlassen diese mittelalterliche Idylle und kehren zurück nach Schluderns. Vorbei an den endlosen Apfelplantagen im Etschtal gelangen wir nach Laas, das an der Grenze zwischen oberem und unterem Finchgau liegt. Laas ist der Ort des weißen Goldes Marmor, der auf der Nordseite des Ortlermassivs als riesiges Vorkommen im Berg lagert. Am Bahnhof schließen wir uns einer Führung durch den Betrieb Laasa Marmor an. Zunächst werden wir über den Weg des Marmors vom Untertagebau in 1500 Meter Höhe bis zur Verarbeitung informiert. Martin ist wohl doch nicht zu spaßen. Ursprünglich wurden die Marmorblöcke mit solchen Karren transportiert, die von Ochsen gezogen wurden. Ein dreilitziger Stahldraht und dieser wurde durch eine Holzkiste gezogen, die mit meersalzhaltigem Quarzsand gefüllt war. Die 1930 fertiggestellte und heute noch betriebene Marmorbahn mit ihrem spektakulärsten Teil, der 950 Meter langen Standseilbahn, vereinfachte den Transport der Blöcke vom Steinbruch zum Werk ganz erheblich. Auch ihre Funktion wird im Modell des Rablander Eisenbahnmuseums anschaulich dargestellt. Im Ausstellungsraum werden uns Beispiele für die Verwendung des Marmors vorgestellt. In der Werkshalle können wir einen Blick auf die Verarbeitung des Marmors werfen. Hier ist ein Punktiergerät. Früher gab es den eigenen Berufszweig des Punktierers. Mit einem Blick auf den alten Portalkran, der nun als Industriedenkmal fungiert, verlassen wir den Ort des Weißen Goldes und kehren zum Bahnhof zurück. Nach kurzer Fahrt erreichen wir Schlanders, den Hauptort des Finchgaus.
Mit 97 Meter Höhe ist der Kirchturm der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt der höchste in Tirol. In einer großen Schleife, die wir uns wieder an der Modellbahn veranschaulichen, überwindet die Finchkobahn die Höhenstufe zwischen Schlanders und dem nächsten Bahnhof Goldrain. Vom Zug aus erhaschen wir einen kurzen Blick auf das Schloss von Castelbell. Entlang des südexponierten Sonnenbergs gedeiht im talnahen Bereich Wein. Weiter oben erstreckt sich aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung eine einzigartige Steppenvegetation. Unser Zug erreicht den Bahnhof von Naturns. Wo wir in der nahegelegenen Pension Lerchenhof unser Urlaubsquartier bezogen haben. Burg Hochnaturns entstand im 13. Jahrhundert und erhielt ihre heutige Gestalt während ihrer Blütezeit im 16. Jahrhundert. Die kleine St. Prokuluskirche entstand um 650 nach Christus. Berühmt ist ihr Freskenzyklus, der zum Teil aus vorkarolingischer Zeit stammt. Entlang dem Nörderberg führt der Rittersteig, ein ehemaliger Wahlweg, knapp oberhalb der Talsohle entlang der Etsch. Schloss Dornsberg zu Füßen des Nörderberges wurde 1217 erbaut und wechselte vielfach den Besitzer. Es wird Zeit, auch mal eines der Finchgauer Seitentäler zu erkunden. Gleich bei Naturns mündet das aus den Ötztaler Alpen kommende über 20 Kilometer lange Schnalztal. Von unserer Pension aus sind es zu Fuß nur etwa 20 Minuten bis zur Talstation der Seilbahn Unterstell am Naturnser Sonnenberg. In wenigen Minuten überwinden wir von den Obstplantagen im Tal über die Hänge des Sonnenbergs einen Höhenunterschied von 745 Metern. Von der Bergstation auf 1300 Meter Höhe gelangen wir nach kurzem Anstieg zu einer Aussichtsplattform, von der sich ein weiter Blick über das Etschtal bietet. Auf einem Übungs- und Familienklettersteig kann man seine bergsteigerischen Fähigkeiten testen. Nach einem letzten Blick hinab ins Etschtal folgen wir ein Stück dem Meraner Höhenweg und gelangen einerseits über schroffe Felsen, andererseits über saftige Almwiesen ins Schnalztal. Thank you.
Von Ferne grüßt auf einem Bergsporn unser Etappenziel Katharinaberg. Die 1499 gestiftete Kirche wurde in der Barockzeit vergrößert und nach einem Brand 1814 erneuert. Vor einem stattlichen Wohnhaus mit Giebelbundwerk warten wir auf den Linienbus, der uns nach einem Abstecher hinauf nach Karthaus weiter durchs Schnalztal bringt. Wir unterbrechen die Fahrt, um uns die Wallfahrtskirche Unser Frau in Schnals anzuschauen. Einst wichtiger Durchgangspunkt über die Alpen, kamen hier auch Jakobspilger vorbei, die vermutlich eine Marienfigur mitbrachten, die hier gefunden wurde. Die Anfang des 14. Jahrhunderts errichtete Marienwallfahrtskirche wurde 1765 im Barockstil umgebaut. Alte Häuser und Stadel werden hier vorbildlich restauriert. Das Dorf Vernackt wurde neu angelegt, als der Stausee in den 1950er Jahren angelegt wurde. Wieder im Bus fahren wir bis ans Ende des Schnalztals. Die Fahrt endet im 2010 Meter hoch gelegenen Wintersportort Kurzras inmitten der Bergkulisse von 3000ern. Seit dem Fund des Mannes aus dem Eis, der Gletschermumie, steht Kurzras ganz im Zeichen des Ötzi. Mit dem nächsten Bus fahren wir zurück bis zur Einmündung ins Etschtal, wo wir noch einen Abstecher zum Schloss Juval machen. Unterhalb des Schlosses folgen wir ein kurzes Stück dem Walweg, der aus dem Schnalztal bis nach Tschars im Etschtal führt. Das Geklapper der von einem Wasserrad getriebenen Walschelle zeigte den diensthabenden Waler den gleichmäßigen Wasserstrom an. Schloss Juval als mittelalterliche Burg erstmals 1278 erwähnt, wurde 1983 vom Bergsteiger Reinhold Messner erworben und restauriert und dient seitdem nicht nur als Sommerwohnsitz Messners, sondern beherbergt auch dessen Tibetika-Sammlung und weitere Sammelstücke. Wir schließen uns einer Führung durch das Schloss mit seinen interessanten Exponaten an. Renoviert war die Jahrzahl 1926 und in der Zeit ist das alles wieder aufgeblüht. So war das dann vor dem Reinhold eine halbe Ruine. Nach letzten Blicken hinab ins Schnalztal folgen wir der Etsch mit der Finchkerbahn weiter flussabwärts. Oberhalb von Parchins erreichen wir die Talstation der Texelbahn. Sie überwindet einen Höhenunterschied von 911 Metern und bringt uns wieder über die Steppenvegetation des Sonnenbergs zum 1565 Meter hohen Giggelberg. Was? Da ist der Wanderweg, da geht's runter. Genau.
An der Bergstation genießen wir den Blick hinab nach Rabland und ins Meraner Becken. Nach einer kurzen philosophischen Verschnaufpause. Schwimmurlaub, Frau. Schön. Starten wir zu einer kurzen Wanderung auf dem uns schon bekannten Meraner Höhenweg, dem wir in nördlicher Richtung am oberen Rand des Zieltals folgen. Der Frühling macht sich nicht nur bei der Vegetation, sondern auch beim Liebeswerben der Zauneidechsen bemerkbar. Nach knapp einer Stunde fahren wir mit der Seilbahn zurück ins Tal und gelangen mit dem Bus zum Parchinser Wasserfall. Hier im Zieltal sammeln sich die Wasser der Texelgruppe. Mit 97 Metern Fallhöhe ist er einer der höchsten Wasserfälle Südtirols. Im Ortsteil Rabland besuchen wir noch die größte digitale Modelleisenbahn Italiens, von der wir uns ja bereits einige Eindrücke verschafft haben. Hauptattraktion ist die 300 Quadratmeter große Anlage Südtirol in Miniatur, vom Brenner bis Malz im Finchgau. Folgen wir der Brennerbahn ab Sterzing, von wo wir durch das Eisacktal nach Franzensfeste gelangen. Über die Altstadt und den Dom von Brixen folgen wir dem Eisack weiter nach Klausen, über dem hoch auf dem Felsen Kloster Säben thront. Unsere Bahnfahrt durch Südtirol in Miniatur endet in Bozen. Zurück in der realen Welt bringt uns die Finchger Bahn von Rabland zurück nach Naturns. Auf dem letzten Abschnitt der Finchger Bahn fahren wir heute nach Meran. In zwei 180-Grad-Schleifen mit drei Tunneln wird die Geländestufe zwischen Töll und Meran überwunden. Solange die Finchger Bahn noch nicht elektrifiziert ist, enden die Züge aus Malz hier in Meran. Das repräsentative Bahnhofsgebäude wurde 1906 zeitgleich mit der Fertigstellung der Finchger Bahn eröffnet. Natürlich gibt es das Ensemble aus Bahnhof und Schloss Tirol auch in der Modellbahn Südtirol in Miniatur. Den Park gegenüber dem Bahnhof
ziert eine mächtige Statue des Tiroler Freiheitshelden Andreas Hofer. Gleich daneben findet heute der wöchentliche Markt statt, wo es allerlei Südtiroler Köstlichkeiten gibt. Bei einem Bummel durch die alte Kurstadt am Zusammenfluss von Etsch und Passer ist immer noch ein wenig vom Flair der Belle Epoque zu spüren. Das im Jugendstil erbaute Stadttheater wurde 1900 eröffnet. Durch das Bozener Tor, einem der drei noch erhaltenen Stadttore, gelangen wir in die Altstadt. Die spätgotische Pfarrkirche St. Nikolaus mit ihrem charakteristischen Turm gilt als das Wahrzeichen der Stadt. Gleich hinter der Kirche beginnt die Laubengasse, Merans Hauptgeschäftsstraße. 1258 gestattete Graf Meinhard II. Von Tirol den Meraner Bürgern den Bau der 400 Meter langen Lauben. Etwas versteckt hinter den Lauben liegt die im 15. Jahrhundert errichtete landesfürstliche Burg, die Erzherzog Sigismund von Österreich als Stadtwohnung nutzte. Gleich neben der Altstadt gelangen wir zur Kurpromenade entlang der Passe. Blumenbeete und Bäume bilden eine prächtige Flora entlang des Jugendstil-Parcours. Die Vollendung des Kurhauses Anfang des 20. Jahrhunderts markierte den Höhe- und Schlusspunkt der Umgestaltung Merans in eine Kurstadt. Wir verlassen die Altstadt und besuchen die Gärten von Schloss Trautmannsdorf, das wir hier zunächst wieder als Modell des Rablander Eisenbahnmuseums sehen. Das neugotische Schloss erwählte Kaiserin Elisabeth für ihre Kuraufenthalte in Meran. 2001 wurde der 12 Hektar große botanische Garten eröffnet, der sich rund um das Schloss über einen Höhenunterschied von etwa 100 Metern erstreckt. In über 80 Gartenlandschaften blühen und gedeihen verschiedenste Pflanzen aus aller Welt und immer wieder bieten sich umfassende Ausblicke auf die Gärten und den Meraner Talkessel. Mehrere sogenannte Erlebnisstationen, die über die gesamte Anlage verteilt sind, widmen sich verschiedenen Themen. Herzstück des Gartens für Verliebte bilden drei überdimensionale Blumensträuße inmitten eines Wasserbassins. Die Erlebnisstation Glashaus beherbergt ein Gewächshaus mit tropischen Pflanzen und ein Terrarium mit Kleinsttieren aus aller Welt.
In den Wasser- und Terrassengärten verbinden Treppen und Wasserläufe verschiedene Ebenen, wo interessante Beispiele europäischer Gartenarchitektur inszeniert werden. Erweisen wir zum Schluss Kaiserin Sissi noch die Ehre, die zwei von insgesamt 4 Kuraufenthalten auf Schloss Trautmannsdorf verbrachte. Ihrem Aufenthalt ist es zu verdanken, dass das Städtchen Meran als Luftkurort Weltruhm erlangte. Zurück am Bahnhof von Meran besteigen wir den Zug nach Bozen. Nach Überqueren der Passer folgt die 1881 eröffnete Bahnstrecke dem Tal der Etsch in südöstlicher Richtung. Vorbei am nordöstlichen Eckpfeiler des Mendelkamms, dem 1866 Meter hohen Gantkofel bei Eppan, erreichen wir nach 32 Kilometern den Bahnhof von Bozen, von dem wir nach kurzem Fußmarsch zur Talstation der Rittner Seilbahn gelangen. Von der 2009 neu eröffneten Kabinenumlaufbahn verlässt alle 4 Minuten eine Kabine die Station und erreicht nach 4,5 Kilometern und einer Fahrzeit von 12 Minuten die Bergstation Oberbozen in 1220 Meter Höhe auf dem Hochplateau des Ritten. Sie ersetzt die 1907 eröffnete und 1966 stillgelegte Zahnradbahn von Bozen nach Maria Himmelfahrt. Gleich neben der Bergstation befindet sich der Bahnhof der meterspurigen Rittner Schmalspurbahn, die zwischen Maria Himmelfahrt, Oberbozen und Klobenstein verkehrt. Auf der zusammen mit dem Zahnradabschnitt 1907 eröffneten Strecke verkehren auch heute noch historische Triebwagen aus den Jahren 1908 und 1910. Wir besteigen für unsere Fahrt jedoch einen aus den 1970er Jahren stammenden Triebwagen. Vorbei an der Fahrzeughalle in Oberbozen beginnt die Fahrt auf der 6 Kilometer langen Strecke nach Klobenstein. An den Fenstern gleitet die beeindruckende Kulisse der Dolomiten jenseits des Eisacktals vorbei. In Klobenstein, dem Hauptort der Gemeinde Ritten, endet die Bahn. Hier verbrachten einst viele Aristokraten und wohlhabende Bozner ihre Sommerfrische, um in den Sommermonaten dem heißen Bozner Talkessel zu entfliehen. Nach einem kurzen Fußweg gelangen wir nach Lengmoos, von wo wir den Blick hinüber zum Schlern und den Dolomiten genießen. Ziel unserer Wanderung sind die bekannten Erdpyramiden im Finsterbachgraben hinter Lengmoos. Ihre spitzen Kegel aus späteiszeitlichem Moränenlehm werden vom Regen ausgewaschen. Liegen Gesteinsbrocken in dem weicheren Erdmaterial, so wird dieses vor dem Regen geschützt und wächst als Erdpyramide aus der Umgebung heraus. Noch einmal blicken wir hinüber zu den Dolomiten, bevor wir zusammen mit vielen Kindern die Rückfahrt antreten und unsere einwöchigen Streifzüge durch Südtirol zu Ende gehen.